Roman, was ist Glück für dich? Glück ist für mich, zu Hause zu sein, Sport zu treiben und Erfolg zu haben in dem, was ich gerne tue. Biathlon ist deine Leidenschaft, weil? Naja, weil ich den Sport schon betreibe, seit ich jung bin, weil ich irgendwann durch einige Erfolge auch angefangen habe, ja, den Sport zum Mittelpunkt meines Lebens zu machen und ich deswegen immer noch sehr daran hänge. Mit welchem Sportler würdest du gerne einmal die Rollen tauschen? Gerne mal die Rollen tauschen würde ich eigentlich mit dem Fußballer, um mal so eine ganz andere Seite vom Sportleben kennenzulernen. In der Mannschaft, im Verein, auch mit sehr starkem medialen Interesse, was Biathlon auch hat, aber da ist dann doch nochmal ein bisschen extremer. Was war der Höhepunkt deiner bisherigen Karriere? Mein Höhepunkt fand letzten Winter statt, und zwar in Ruhpolding beim Weltcup, als ich Vierter wurde. Wie entspannst du nach einem Wettkampf? Ja, nach einem Wettkampf erstmal beim Physio, dann oft mit einer Serie im Bett oder mal mit einem Buch. Welchen Sport beherrschst du gar nicht? Würde ich mal auf Schwimmen tippen, weil ich einfach auch nicht so gern dann im Wasser Sport mache und es einfach auch nicht wirklich kann. Wer ist dein Vorbild für dich? Vorbild für mich ist natürlich der Ole Einar Bjørndalen, der ziemlich alles gewonnen hat, was geht, und auch einige Rennen in Perfektion abgeliefert hat über die ganzen 25 aktiven Jahre. Ja, den würde ich als mein Idol bezeichnen. Disziplin steht für Topathleten an oberster Stelle. Wofür wirfst du jede Disziplin über Bord? Manchmal für Süßes, also für Nachtisch, Schokolade, für alles, was man vielleicht nicht unbedingt in zu großen Mengen essen sollte. Welche Sportart fasziniert dich neben dem Biathlon am meisten? Zum einen Langlauf, weil ich einfach weiß, was für ein harter Sport Langlauf für sich selbst ist. Und aus Interesse eben Fußball, weil ich mir das einfach gern angucke. Was wärst du heute, wenn nicht Biathlet? Ich denke, aktuell in meinem Alter noch Student. Wie sieht ein Wochenende ohne Ski für dich aus? Ja, ein Wochenende ohne Ski, mit Freunden unterwegs zu sein, auch mal abends gern, Fernsehen schauen, lesen, eben so ein bisschen die entspannende Geschichte. Was würdest du mit einem Lottogewinn als erstes machen? Ja, erstmal würde ich mir vielleicht eine Wohnung kaufen, vielleicht noch ein Auto dazu und einen Rest gewissenhaft sparen. Vielen Dank, Roman. Dankeschön.